andere gucken Schmuddelfilmchen, der Heiko, der spielt lieber ein Spiel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Doch, doch! Scheiße. Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Hallo Heiko. Ein etwas verspätetes Video, das hätte schon etwas früher eigentlich kommen sollen, um auch die Gewinner von unserem letzten Gewinnspiel bekannt zu geben. Aber ich war leider gesundheitlich etwas angeschlagen und deswegen kommt dieses Video ein bisschen später. Entschuldigung. Und heute seht ihr mal wieder ein tolles Do-It-Yourself-Projekt von uns. Ihr seht vielleicht, wir stehen hier in unserem Lager. Das liegt daran, wie ihr vielleicht wisst, wir sind ja gerade umgezogen und unsere neue Werkstatt ist noch nicht fertig. Aber der Heiko hatte trotzdem Bock zu bauen. Hallo Heiko. Hallo Andi. Ganz genau. Deswegen bauen wir heute mal in unserem Lager in etwas abenteuerlichen Verhältnissen, würde ich sagen. Ja, schön klein, kuschelig. Hat aber gut geklappt, oder? Bei mir schon, bei dir? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Abenteuerlich bei dir. Genau, und außerdem haben wir noch eine Menge News, dazu später mehr im Video. Aber kommen wir doch erstmal zu deinem Projekt, Heiko. Was wird es denn oder was ist es geworden, besser gesagt? Das ist ein Spiel tatsächlich, ein schönes Spiel. Richtig, und wir haben es schon ausprobiert und ich muss sagen, es macht richtig Bock, das Teil. Macht so einen Quatsch. Ich glaube, so also bei der schönen Herrenrunde abends, so, so um Bierchen spielen, das ist bestimmt klasse. Absolut. Andere gucken Schmuddelfilmchen bei der Herrenrunde. Der Heiko, der spielt lieber ein Spiel. Und ja, wir haben angefangen mit einer Platte. Oh, die ist weiß. Tatsächlich, eine weiße Platte. Und ja, was hast du dann gemacht? Die habe ich mir zurechtgeschnitten, auf ein Maß. Unglaublich, Wahnsinn. Mhm. Wie innovativ ist das denn? Er hat sie sich zurechtgeschnitten. Oh ja. Klasse. Zurechtgeschnitten hat er sich sie und dann hat er einen Rahmen darum gezimmert. Gezimmert nicht. Sondern? Gebaut. Ja, er hat es zumindest versucht. Ihr seht hier nicht alle Details des Baus, aber zu guter Letzt. Ach, Andi. Hat's geklappt? Ja, ich weiß. Es hat geklappt. Genau. Ja. Hast du davon keine Ahnung? Ach, davon hast du jetzt auf einmal keine Ahnung, ne? Also da muss ich wieder herhalten. Du bist der Allwissende hier, immer die guten Ratschläge und ha, ja, ich kann und du machst das falsch und das. Und dann kommt so ein Spruch, ja, du musst jetzt mal was sagen, warum, wieso, weshalb. Lass mal bei Ruhe. Du weißt schon, dass das Mobbing am Arbeitsplatz hier ist? Das ist ja gar nicht unser Arbeitsplatz. Das ist unser Lager. Schön. Also du hast einen Rahmen da rumgezimmert und dann? Mann, Andi, wir haben eine Platte geholt, haben schöne Vierkantleisten geholt, ein bisschen dicker, haben die unten eine Nut reingemacht, so dass wir schön auf die Arbeitsplatte drauf machen konnten, so dass das Holz ein bisschen eingelassen ist, haben es dann auf Gärung geschnitten, von unten haben wir es dann schön verschraubt, dass es auch richtig gut hält, weil es kommt ja dann doch schon einige Gewalt auf die, auf die Rahmen zu. Dann sind wir hingegangen, haben ein Mittelbrett, du würdest jetzt sagen ein Mittelbrett. Ein Mittelbrett? Ein Mittelbrett geholt, haben da eine Öffnung reingemacht, so als kleiner Durchschuss. Ja, und dann sind wir hingegangen, haben da zwei Gummis gespannt, womit wir dann auch unsere selbstgebauten Schussmuttern, will ich sie mal nennen? Schussmuttern. Durch diese Toröffnung, Torschuss, wie man es nennen will, auch durchschießen können. Ganz genau, so sieht's aus. Und wenn ihr Interesse habt an noch mehr Durchschussmuttern, lasst uns das bitte unbedingt in den Kommentaren wissen. Es interessiert uns sehr. Genau, und im Endeffekt haben wir nun ein kleines Flitschespiel. Und Ziel des Spiels ist, dass man alle seine Spielsteine auf die Seite des Gegners kriegt. Und wer zuerst seine Spielsteine rübergeschossen hat, der hat gewonnen.
Genau. Und wer alle Spielscheine weg hat, der hat sogar doppelt gewonnen. Was auch immer doppelt gewonnen ist. Ja, genau. Bevor wir euch zeigen, wie wir uns... Bevor wir euch dann zeigen, wie wir uns bei diesem Spiel geschlagen haben, noch kurz die Auflösung unseres Gewinnspiels. Und zwar wisst ihr vielleicht noch, zu gewinnen gab es 2 Gedore-Bitsätze. Also 2 Gewinner, der jeweils einen Bitsatz kriegt. Und ja, was soll ich sagen? Die Gewinner stehen fest. Ehrlich? Ja. Super. Kommen wir zu Gewinner 1. Heiko, Trommelwirbel bitte. Au. Okay. Ich lese ab. Gewonnen hat Mobisonixton 4638. Herzlichen Glückwunsch. Super. Und unser zweiter Gewinner, das ist Romapo 6653. Herzlichen Glückwunsch. Super. Wie ihr vielleicht auch in unserem Community-Tab oder auf Facebook und so weiter mitbekommen habt, wir waren in der Zeitung. Wir sind gerade von einem Radiotermin von Antenne Koblenz wiedergekommen und bald seht ihr uns sogar im Fernsehen. Mehr dazu erzählen wir euch in einem der kommenden Videos, aber so viel schon mal für den Antenne Koblenz Besuch beim Radio, wo wir beide die arme Moderatorin so ein bisschen vollgeschwätzt haben. Da bringen wir bald ein kleines Video raus. Cool. Absolut. Und immer gut aufpassen, es könnte sein, wenn ihr den Fernseher anmacht, dass ihr den da bald seht. Was gibt's Schöneres? So einiges. Die Schnitt. Die Hinterlassenschaften meines Hundes. Oh! Gut, und dann zeigen wir euch mal, wie wir beide uns in dem Spiel geschlagen haben. Bum, 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 bum. Ich hab dich. Ja, geschieht dir recht. Du musst auch aufheben. Genauso wie ich. Das macht mich wahnsinnig, das Teil. Du musst auch aufheben. Doch! Glaub! Nein! Doch! Glaub! Nein, der letzte! Bitte! Ja! Ja! Ja. Scheiße. Hallo Andi, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie man sieht, war es sehr anstrengend. Also anstrengend war es eigentlich nicht. Ich meine, es war Heiko, der hat nichts drauf und aber man will ja trotzdem alles geben. Und woher kommen die Schweißflecken? Ich bin fett. Das sehe ich. Und wie ist es Ihnen gelungen, den großen Heiko zu besiegen? Ich grüße meinen Goldfisch Tina und meinen Cocker Spaniel Marion. Danke für die Antworten. Sehr gerne. So, ich glaube, ihr habt gesehen, das Ding macht eine Menge Spaß, aber, lieber Heiko, ja? Ich hatte da noch eine Idee. Ich weiß. Ich bin ja auch handwerklich begabt, wie ihr wisst, mit meinen 2 linken Händen. Jawohl, sehr ja. Und ich habe ein kleines Upgrade für dieses Spiel gebaut, sodass aus diesem Spiel ein wahres Schmuckstück wird. Mit Sicherheit. Ganz genau. Oh ja. Für alle, die dem Heiko mal eins voll in die Fresse geben wollten, habe ich dieses Upgrade gebaut. Ein formschönes Add-on-Teil, welches ihr auf dem Spielbrett aufbringen könnt und so noch viel mehr Spaß bei diesem Spiel habt, einfach weil ihr ihm hier permanent in die Fresse schießen könnt. Wie geil ist das denn? Komm, muss man sagen, habe ich auch mal gut gemacht jetzt. Ja? Ja, habe ich gut gemacht. Er zieht also wirklich, er zieht so wie gewollt, aber überhaupt nicht die Kontrolle. Hör doch auf, hör doch auf. Du bist nur neidisch. Ja, auf jeden Fall. Du bist nur neidisch. Also sicher. Also ich finde die Idee ziemlich gut. Lasst es uns wissen, ob ihr es mit oder ohne machen wollt. Wenn genug Leute schreiben, dass sie es mit diesem Upgrade machen wollen, stelle ich euch dieses schicke Foto zum Download auf unserer Webseite natürlich zur Verfügung. Ach nein. Doch. Hast du gar nicht meine Einwilligung. Das ist mir scheißegal. Das kommt trotzdem auf die Webseite. Oh, Zarsch, das ist eine Frau. Und noch andere Sachen. Das tust du nicht wirklich, oder? Dann schon. Du bist so gemein. Gut, und ich würde sagen, das war's mal wieder von uns, von heute, von dieser Stelle, von dieser Welle. Für euch zur Information, wir drehen jetzt am Sonntag live from Tape von der Eisenwarenmesse. Geil, oder?
Ja, der ganze Tag wieder mit dir, auch noch genau. Sonntags. Die zwei Dicken, die rennen durch die großen Messerhallen von Würstchenstand zu Würstchenstand. Moment, und rennen? Du bist in deinem ganzen Leben noch nicht gerannt. So sieht's aus. Also, mir wackeln, mir watscheln besser. Ich lasse das Video einfach schneller laufen, dann sieht das aus, als wenn wir rennen. Ey, du hast gute Ideen. Ja, ich weiß, ganz genau. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar interessante Interviewpartner, hoffen wir. Ehrlich? Ich weiß nicht. Wir versuchen, welche zu finden. Aber ja, ihr werdet sehen, was dabei rumkommt. Ansonsten, wenn ihr euch bis dahin die Zeit noch ein wenig vertreiben wollt und euch noch mehr Videos von uns anschauen wollt, vielen Dank, das würde uns sehr freuen. Wir verlinken die jetzt irgendwo da, wo ihr sie gerade seht. Vielleicht mache ich das Video auch direkt vor deinem Gesicht, damit man dich nicht weiter angucken muss. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.